Seid gegrüßt, ihr lieben Menschen. Jetzt ist kurz nach Geisterstunde. Und ich möchte gerne ein weiteres Video aufnehmen. Und das hat den Titel Das Zelt. Am 14., 15. Juni, von der Nacht des 14. auf den 15. Juli 2021, war hier in dem Ort in Gemünd, wo ich zurzeit lebe, eine Hochwasserflut, die vielen, vielen Menschen ihr ganzes Hab und Gut genommen hat, Häuser zerstört hat, Existenzen zerstört hat, manchen das Leben genommen hat. Meine Schwester und ich konnten in allerletzter Sekunde überleben und uns auf ein rettendes Flachdach des Nachbarn retten. Ja, und überlebten mit dem, was wir am Leibe trugen. Alles andere hat das Wasser mit sich genommen. Und was in den folgenden Tagen darauf, in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten geschah, und ich persönlich nur mit, was heißt nur, ich persönlich mit etwas Abstand und Distanz beobachtete, war etwas, wonach sich mein Herz viele, viele Jahre gesehnt hatte. Auf einmal konnte ich wieder was zwischen den Menschen spüren, was ich lange, lange vermisst und hier in diesen Breitengraden nicht mehr erlebt hatte. Wirkliche menschliche Nähe, wirkliches, authentisches Mitfühlen, füreinander und miteinander Dasein, bedingungslos helfen und unterstützen. Das, was ich wirklich in einem sehr tiefen, guten und schönen Sinne das Erfahren einer Menschheitsfamilie nennen möchte. Menschen, die einfach füreinander und miteinander da sind, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig Mut zusprechen, sich gegenseitig unterstützen, füreinander ein Ohr und eine helfende Hand haben. Und so weiter. Kurz nach der Flut wurde dann nicht weit von hier, wo ich hier wohne, in der Nachbarschaft, in einem Hof, ein großes Zelt aufgebaut, das jetzt an diesem Wochenende abgebaut wurde. Es hatte jetzt, ja, ich glaube, jetzt rund 8 Monate dort gestanden. Und es war ein Treffpunkt hier des ganzen Stadtteils geworden, der so sehr von der Flut betroffen war. Immer wieder trafen sich doch die Menschen,
tauschten sich aus, feierten miteinander, teilten ihr Leid miteinander, koordinierten die Hilfe und vieles, vieles mehr. Jetzt ist dieses Zelt weg. Und auch in den sogenannten Massenmedien ist hier die Hochwasserflut in dieser Region hier in der Eifel so gut wie kein Thema mehr. In der großen Informationsflut der ganzen anderen Informations- und Geschehnisse längst untergegangen. Es gibt immer noch hier einige Häuser, die noch nicht bewohnt sind. Manche sind abgerissen worden. Manche Menschen kehren nicht mehr zurück an ihre alte Wohnstätte. Meine Botschaft für heute Abend ist: Egal, was im Außen geschieht, ganz gleich, was geschieht. Wir Menschen haben die Fähigkeit, füreinander und miteinander da zu sein. Gerade auch in Zeiten, wo sehr viel Not und Schmerz, Verlust erfahren wird. Wir Menschen haben die wundervolle Eigenschaft, uns einander zu helfen, zu unterstützen, uns einander Mut zuzusprechen, füreinander da zu sein. Ganz gleich, was geschieht, das sollten wir niemals vergessen, dass wir Menschen diese wundervolle Fähigkeit in uns tragen. Alles Liebe.